Oh. Crane hier, ich wollte gerade ein Antizin-Paket bergen. Gut, Crane. Damit eröffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten. Widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit jetzt Raiz. Hören Sie zu. Raiz ist höchstwahrscheinlich unser Mann. Wenn Sie also Antizin finden, dann zerstören Sie es. Was? Wieso? Dann müssen Sie sich an Raiz wenden. Sie können das für Bracken übernehmen. Als Gesandter. Aber die Leute brauchen dieses Zeug doch. Wir haben das Wohl aller im Sinn. Vergessen Sie das nicht. Jade, ich bin an der Abwurfstelle. Hier ist kein Antizin. Kein? Mist! Gut, komm zurück. Und Vorsicht, die Albträume sind wach. Lass dich nicht sehen. Mist! Haben mich wohl gehört. Ups. Ups, was jetzt? Was jetzt? Schande, Schande, was machen wir jetzt? Oh ne, ich will nicht. Könnt ihr auch klettern? Fuck, fuck, fuck. No, die sind verdammt schnell. Komm hoch hier. Oh gut, da war eine Explosion, da rennen wir mal hin, ha? Huh? Oh, leck mich, sind die schnell. Hoch, 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 komm. Ich hoffe, die können nicht klettern. Oh ja, die können klettern, die Schweine. Ich hab alles, keine Ahnung. Fuck. Oh, fuck, die Schweine können klettern. Was mache ich jetzt? Da hinten war ein Unterschlupf. Fuck, fuck. Da unten, da oben. Ah, fuck, wie komme ich da hin? Geh weg, Mädchen! Leck mich, wo muss ich hin? Kehre zum Turm zurück, ja, wie soll ich das machen? Ich werde sterben, das ist vollkommen klar. Die sind verdammt flink, die Viecher, hey. No, 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 no. Da könnt ihr nicht drüber, oder? Au. Fuck, fuck, fuck. Ja, gut, gut, gut. Warum jetzt? Ich komm, Baby, 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 bin hier. Ja, und jetzt da? So macht keiner die Tür zu. Wow. Wahnsinn, ey. Alles klar. Da, Freider. Einige von uns sind nicht infiziert. Warum lässt man die nicht gehen? Wo wollen die denn hingehen, hä? Ich hab's heil zurückgeschafft. Jetzt weiß ich, wie Bracken sich bei seinem nächtlichen Ausflug gefühlt haben muss. Das ist kein Kindergeburtstag. Ich muss mich bei ihm melden und ihm sagen, dass ich kein Antizin habe. Alle zu belügen ist ein verdammter Mist. Aber ich weiß, dass der GRE das Wohl der Allgemeinheit im Sinn hat. Fuck, so.
gut, 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 oder? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bracken, also echt. Ja, wir brauchen Antizin. Aber von Reis kaufen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Okay, Mann, ich geh hin. Ich hab keine Angst. Auf keinen Fall. Das Thema ist durch. Ist es nicht. Du hast einfach entschieden, dass ich... Ich geh. Ist das dein Ernst? Tja, dieser Rais hat mich noch nie persönlich gesehen. Ein Neuanfang, okay? Könnt ihr mich mit Crane bitte mal alleine lassen? Willst du das wirklich tun? Irgendjemand muss ja, oder? Da hast du wohl recht. Also, wir haben hier Rays Basis. Finde raus, was das Zeug kostet und komm heil zurück. Super. Aber es ist immer noch finster, oder? Ich gehe jetzt mal schlafen, ehrlich gesagt. Und dann verteile ich die Punkte. Oder ja, es ist immer noch finster. Kann ich mich hier nicht aufs Auer haben? Nö. Hier. Puh. Die Viecher waren echt Katastrophe. Die waren urschnell. Richtig schnell, ey. Gut. Reis. Ich komm. Ne, warte. Fertigkeitspunkte wollte ich gucken. Genau. Da wollte ich gucken, da habe ich 1-1. Super. So, jetzt ist die Frage. Rutschen. Rutschen ist gut. Wurf. Herumzuschleunen. Ich hätte gesagt, wir rutschen, oder? Rutschen finde ich, denke ich, ein bisschen besser. Was haben wir hier? Falschen, nee. Wurfsterne. Das ist mir lieber. Perfekt. Es ist vorbei. Mission gescheitert. Dank meiner Auftraggeber. Jetzt ist Bracken so verzweifelt, dass er mit dem Teufel verhandeln will. Rais. Und da ich rausfinden soll, ob Rais die Geheimdatei des GRE gestohlen hat, ist die Gelegenheit perfekt. So, der hat doch bestimmt wieder noch irgendwas für mich, oder? Danke dir. Brauchst du Antizin? Crane, hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Oh Gott. Ja, stell mich da wieder schlecht an. Danke für alles, was du für uns tust. Ich... Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. So, hier rüber, oder? Ist besser. Boah. Nimm das! Warum so komisch? Warum mache ich so komische Geräusche? Schauen wir mal, wie es... Okay. Das war's. Rutschen. Oh, da ist wieder so ein Riesen-Bobby.
Oh je. Gott, keine Ausdauer mehr. Und da ist der Typ weg. Ist irgendwas? Nee, oder? Nach Runterjumping wäre mein Ende, nehme ich an, oder? Nee, gar nicht. Ich werde verfolgt von einem Psycho. Killer. Okay, läuft, finde ich super. Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Was macht der? Schubst ihn einfach um. Bist du blöd? Einfach draufkloppen, das ist die Devise, hey. So wird das gemacht, einfach draufkloppen. So, warte, ich muss hier runter irgendwie. Ich hoffe, ich verreck jetzt nicht. Geht doch. Easy, easy. Wow. Ja, kein Ding, da renne ich einfach durch. Ah, Killer macht das schon. Läuft. Finde ich sexy. Ich will Raiz sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Ja, lass mich durch. Wo ist der Eingang? Muss ich da? So, perfekt. Spielweise. Was? Nö. Ne, machen wir das da. Ich habe keine Ahnung jetzt ehrlich gesagt gehabt. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Von mir oder von dir aus gesehen? Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Hm? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Reis deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Kann ich was mitnehmen? So, siehst du? Alles easy. Wo ist der? Mit wem muss ich sprechen? Da drin? Ich habe Raiz getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Super duper. Nee, falsch. Da ist er. Alle Spieler werden benötigt. Jetzt brauchen wir einen Killer da.
bist du ja. Reis sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Brain. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Reis. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermassel es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Gut. Super, super Killer. Psycho. Schau, das ist ein Psychopath, ey. Zombie-Killer. Okay, komm. Du willst dich uns anschließen? Nein, eigentlich nicht. Im Leben nicht. Ach komm, warte auf das. Komm schon. Komm, Killer, komm. Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Super. Machen wir das, ne? Warte mal, ich bin ja wieder falsch. Schlag jetzt raus. Alles cool. Zack. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist doch schön da oben. Es sind zu viele. Habe ich keinen Wurfstern? Ne, habe ich gar nicht. Ja, er macht sie alle fertig. Ich klopfe da nur mit dem blöden Holzding. Oh, da ist gut reinklopft. Wo ist er? Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Wow. Ah, ich komme hier nicht hoch. Boah, es geht nicht. Ich habe echt keine Chance gegen die. Tag, tag, tag. Au, verdammte Kacke. Du bist schnell, Mädchen. Wieso kann das Mädchen so schnell rennen? Die kommt sogar da hoch! Ich bin gleich tot wegen dem Blödsinn, was ich da gerade mache. Wieso kann die klettern? Geh da weg! Katastrophe, echt! Wahnsinn! Okay, warte, ich muss kurz versuchen. Entwürfe, Medikit. Super. Wurfsterne geht nicht. Geht auch nicht. Ja, ich kann doch nichts herstellen. Dann noch eins. Perfekt. Mehr kann ich hier nicht. Das war's dann. Okay, komm, wir müssen da hoch. Wie komme ich da hoch jetzt? Da natürlich, oder? Kann ich nicht einfach dran? Nee, es geht gar nicht. Blödsinn. Warte mal ganz kurz. Lass mich überlegen. Ich muss hier da hoch. Hat wer Stress? Hat der Killer Stress? Ah, ich komme. Vielleicht, ich weiß nicht. Lass mal machen. Zack. Oh, oh ja, die steht nicht so schnell mehr auf. Bleib liegen doch, ha? Jetzt bleib doch liegen, Mädchen. Und gib mir, was du hast. Zigaretten, sexy. So. Hier hoch, ne? Darüber. Ganz easy. Noch höher.
Ja, ich kontaktiere doch, oder? Wie kann ich kontaktieren? Oh nee, ich muss auf anderen Spieler warten. Oh, Killer, ich komm. Fuck. Oh, leck mich doch. Wer knallt denn da drauf? Du! Guckst du so blöd? Bleib doch einfach liegen. Wieso bleibst du nicht einfach liegen, ja? Richtig brutales Spiel, hey. Wie? Ja komm, der hat jetzt so einen komischen Haken, den habe ich ja nicht. Wie soll ich denn das machen so schnell? Raiz getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Super. Was haben der für Waffen? Böse Kacke das. Gut. Ich drück falsch. Ich drück immer X zum Springen. Ich weiß nicht wieso. Ist aber so. Ja Leute, aber nein, ich hätte gesagt, ich mache schon wieder viel zu lange. Es ist schon wieder viel zu spät. Und wir machen das dann in der nächsten Folge weiter. Also macht es gut. Danke fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Passt. Tschüss.